Das Spiel Dog, den letzten beißen die Hunde, kann mit bis zu 6 Spielern gespielt werden. Dabei agieren die Spieler in Zweierteams, die sich gegenseitig helfen und sich unterstützen können. Zur Spielvorbereitung wird der Spielplan in die Tischmitte gelegt und jeder Spieler wählt eine Farbe, von der er 4 Figuren erhält, die er in die jeweilige Box stellt. Die Spieler, die sich jeweils gegenüber sitzen, bilden jeweils ein Team. Beim Spiel mit 6 Spielern werden also 3 Zweierteams gebildet. Die Spielkarten liegen verdeckt neben dem Spielplan bereit. Ein Spieler mischt diese Karten durch und teilt danach an jeden der Mitspieler 6 Karten aus. Danach wird der Kartenstapel an den linken Nachbarn des austeilenden Spielers weitergegeben und dieser wird der Startspieler für diese Runde. Ziel des Spiels ist es, alle eigenen Figuren auf die Zielstraße zu bringen. Vor Beginn des Spiels können nun die Partner jeweils eine Karte miteinander tauschen. Sie dürfen dabei eine Karte ihrer Wahl auswählen. Sie dürfen allerdings nicht mit dem Partner über ihre restlichen Karten kommunizieren. Die erhaltene Karte darf erst aufgenommen werden, wenn man selber eine Karte verdeckt auf den Tisch gelegt hat. Die Karten zeigen verschiedene Zahlenwerte, die entweder in Blau oder in Rot hinterlegt sind. Die rot hinterlegten Karten sind Sonderkarten, die jeweils noch eine Zusatzbedeutung haben. Die blauen Karten werden wie ein Würfelwurf als Zahl eingesetzt und berechtigen den Spieler dazu, eine seiner Figuren um die angezeigte Zahl an Feldern nach vorne zu setzen. Um Figuren allerdings aus der Box auf das Spielfeld zu bewegen, benötigt der Spieler eine Karte mit dem Startsymbol. Davon gibt es 2 unterschiedliche Karten im Spiel. Eine der Karten zeigt zusätzlich noch die Werte 1 und 11. Der Spieler kann hier zwischen den 3 Funktionen wählen. Entweder dem Startsymbol, um eine Figur aus der Box zu holen, dem Wert 1, um ein Feld weit zu setzen, oder dem Wert 11, um 11 Felder weit zu setzen. Die Karte mit der 13 hat nur 2 Funktionen, und zwar entweder das Herauskommen aus der Box oder das Setzen über 13 Felder. Die Sonderkarte mit dem Fragezeichen ist ein Joker und kann für jede andere beliebige Karte eingesetzt werden. Egal ob rot oder blau. Sie kann auch als Karte mit dem Startsymbol eingesetzt werden, um eine Figur aus der Box zu holen. Hat der Spieler keine Startkarte zur Verfügung und stehen gleichzeitig alle seine Figuren in der Box oder später im Ziel, so kann er seinen Zug nicht ausführen und er scheidet für diese Runde aus dem Spiel aus. Der Startspieler, vor dem der Kartenstapel liegt, beginnt nun, indem er eine seiner Handkarten in die Mitte des Spielfeldes ausspielt. Er führt den zugehörigen Zug aus und der nächste Spieler im Uhrzeigersinn ist an der Reihe. Der nächste Spieler im Uhrzeigersinn legt nun seinerseits eine Karte, um seinen Zug auszuführen. So geht es weiter reihum. Da der orangene Spieler in diesem Fall keine Karte hat, um das Spiel zu beginnen, kann er seinen Zug nicht ausführen und scheidet für diese Runde aus dem Spiel aus. Seine Karten werden auf den Ablagestapel in der Mitte gelegt. Hat jeder Spieler eine Karte gelegt, so geht das Spiel weiter reihum und die Spieler können mit Hilfe ihrer Karten weitere Züge machen. Landet ein Spieler dabei mit Hilfe seiner Karte auf einem Feld, auf dem bereits eine andere gegnerische oder eigene Figur steht, so wird diese dort stehende Figur geschlagen. Sie wird zurück in die Box gestellt. Dazu muss das Feld, auf dem die zu schlagende Figur steht, allerdings genau erreicht werden. Wird die Figur nur übersprungen, so passiert zunächst nichts. Figuren, die auf dem eigenen gleichfarbigen Startfeld stehen, sind vor dem Schlagen durch andere Figuren geschützt. Ebenso blockieren sie alle anderen Figuren und können nicht übersprungen werden. Eine Ausnahme hierfür bilden die rot hinterlegten Siebenerkarten. Der Wert 7 kann dabei auf mehrere eigene Figuren aufgeteilt werden und alle gegnerischen oder eigenen Figuren, die der Bewegung der jeweiligen Figuren im Weg stehen, werden dabei geschlagen. Bewegt der gelbe Spieler beispielsweise eine Figur um 3,
und diese Figur um 4 Felder. So stand ihm dabei die lilane Figur im Weg und wird daher geschlagen und in ihre Box gestellt. Mit Hilfe der Tauschenkarte kann ein Spieler die Positionen einer eigenen Figur mit einer anderen Figur, entweder einer eigenen oder einer gegnerischen Figur, tauschen. Vor dem Tausch geschützt sind nur Figuren, die entweder auf dem eigenen Startfeld stehen oder bereits das eigene Ziel erreicht haben. Das Ziel erreichen nur Figuren, die bereits eine Runde um den Spielplan absolviert haben. Dazu muss ein Spieler eine Karte spielen, die seine Figur über das Startfeld hinweg in den Zieleinlauf bringt. Ist die Karte allerdings so hoch, dass die Figur durch das Setzen der vollen Zahl über das Ende des Zieleinlaufs hinauslaufen würde, so kann er diese Karte dafür nicht einsetzen. Sobald die Figur dabei das Startfeld erreicht, muss sie eine neue Runde absolvieren und kann nicht in die Zielstraße einbiegen. Allerdings besteht grundsätzlich ein Zugzwang. Hat ein Spieler keine andere Karte mehr zur Verfügung, so muss er auch eine für ihn ungünstige Karte spielen. In diesem Fall würde die Figur über das Startfeld hinwegziehen und müsste eine weitere Runde absolvieren. Sehr hilfreich beim Zieleinlauf sind beispielsweise die Viererkarten. Diese können sowohl nach vorne als auch nach hinten gesetzt werden. Dies ermöglicht dem Spieler, auch über sein eigenes Startfeld hinweg nach hinten zu setzen, um in der nächsten Runde mit Hilfe einer anderen Karte den Zieleinlauf zu schaffen. Die 4 kann auch eingesetzt werden, wenn die Figur noch gar keine Runde absolviert hatte, sondern nur auf dem eigenen Startfeld stand. Figuren, die in der Zielstraße stehen, dürfen nicht von anderen eigenen Figuren übersprungen werden. Sie dürfen auch nicht zurücksetzen. Wie bereits erwähnt, dürfen sie nicht geschlagen oder mit anderen Figuren getauscht werden. Haben in der ersten Runde die Spieler alle ihre 6 Karten ausgespielt oder mussten sie diese abwerfen, weil sie nicht mehr legen konnten? So endet die Runde und es fängt die zweite Runde an. In dieser teilt der Spieler, vor dem der Kartenstapel liegt, nun an jeden Spieler 5 statt 6 Karten aus und gibt danach den Kartenstapel an seinen linken Nachbarn weiter. Ist auch diese Runde gespielt, so wird die dritte Runde nur mit 4 Handkarten gespielt, die vierte Runde nur mit 3 Handkarten und die fünfte nur mit 2 Handkarten. Ab der sechsten Runde werden wieder 6 Karten pro Spieler ausgeteilt. Sollte der Nachziehstapel irgendwann aufgebraucht sein, so wird der Ablagestapel gemischt und bildet den neuen Nachziehstapel. Hat es ein Spieler geschafft, alle seine Figuren ins Ziel zu bringen, so spielt er dennoch weiter mit und kann seine Karten dazu einsetzen, seinem Partner zu helfen. Er bekommt auch in einer neuen Runde weiterhin Karten ausgeteilt und darf mit seinem Partner Karten tauschen. Eine Kommunikation über die eigenen Handkarten darf allerdings weiterhin nicht stattfinden. Um die letzte Figur des Partners ins Ziel zu bringen, ist es nicht erforderlich, alle eigenen Karten ausgespielt zu haben. Das Team, das es als erstes schafft, alle 8 eigenen Figuren ins Ziel zu bringen, gewinnt das Spiel. Bei der Variante von Dork für 2, 3 oder 5 Spieler spielt jeder der Mitspieler mit 5 Figuren. Statt die Karte mit seinem Partner zu tauschen, gibt der Spieler vor Beginn jeder Runde eine seiner Handkarten an seine linken Nachbarn weiter. Kann ein Spieler mit seinen Handkarten keine der eigenen Figuren bewegen, so wirft er eine der Karten ab und zieht dafür eine neue vom Nachziehstapel. Kann er auch dann keine seiner Figuren bewegen, so muss er eine weitere Karte abwerfen und der nächste Spieler ist an der Reihe. Es gewinnt dann der Spieler, der als erster 4 von seinen 5 Figuren ins Ziel gebracht hat.